So, und während der OBS gerade schon wieder einen kleinen Hitzeschaden hatte, und ich aus unerfindlichen Gründen, was? Aus unerfindlichen Gründen, jetzt wieder hier die Mauer gerade reinziehen muss und wieder, ne, hier nicht, wieder die Hecke hier wegmachen muss, was ich eigentlich gerade schon mal in der letzten Folge gemacht habe. Frag mich mal. Ziehen wir es eben nochmal. Ja, mein Gott. Vor allen Dingen, das ist ein übelstes Stück, was ich jetzt hier gemacht habe. Und der hat mich einfach gerade gestrikt hier. Und jetzt muss ich das ganze Stück halt nochmal machen, weil er halt nicht wollte. Ach, von mir aus. So, die Fackel, die kommt dann natürlich trotzdem wieder hin. Nee, OBS wollte auch gerade die Aufnahme nicht beenden. Der hat ewig gerade noch nachgezogen. In der Zwischenzeit hatte sich das Programm dann so typisch keine Rückmeldung aufgehangen. Es ging quasi gar nichts mehr. Was ist denn hier eigentlich passiert? Ist das? Jetzt ist zum Beispiel gerade wieder komplett Stillstand. Jetzt okay. Achso, das ist so ein Baum hier. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier noch mehr Hecke gepflanzt? Würde ja keinen Sinn ergeben. Nee, das kann jetzt alles weg. Klar, ich würde die Blätter gerne mitnehmen, aber jetzt noch eine Schere extra deswegen holen. Ach, was soll's. Könnten wir dann hier hinten vielleicht sogar noch ein oder zwei Bäumchen pflanzen. Nachdem wir das hier aber erstmal alles begradigt haben und dann unseren Weg hier haben. Was zum... Hä? Was macht er denn mit mir? Vor allen Dingen jetzt ergibt's... Hallo? Jetzt ergibt's plötzlich wieder null Sinn. Weil jetzt ist plötzlich das Stück hier hinten da gewesen. Das hier vorne ist komischerweise weg, aber ich laufe hier gerade. Hä? Ach hey, ich glaube, ich muss Minecraft neu starten hier. Der hängt hier gerade irgendwo fest, wo eigentlich gar nichts sein dürfte. Hier, ich. Hä? Wo hänge ich denn hier? Ist da nichts? Okay, also offensichtlich hat er hier gerade echt Probleme. Ich weiß nicht, was er hat. Ich mache erstmal weiter. Ich lasse mich gerade überraschen gleich, was als nächstes hier wieder kommt. Pass mal auf, jetzt gibt es gleich wieder einen mega Backflip. Und ich. Weil der nimmt nämlich die Blöcke nicht auf. Der wird gleich wieder. Ja, siehst du? Haut der mich hier schon wieder ums Eck. Also es ist. Minecraft hat ein Update rausgebracht und plötzlich hier geht nichts mehr. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass es jetzt mal irgendwie. Ich hänge hier an irgendwas. Ich kann hier nicht. Ich laufe hier nach vorne gerade. Ich renne sogar. Es passiert nichts. Es ist ja gerade so, als ob hier irgendwas wäre, was hier aber nicht ist. Ich meine, komischerweise kann ich ja trotzdem buddeln. Das ergibt gerade null, sowas von null Sinn für mich. Ich hänge hier fest, verdammte Scheiße! Dreckspiel! Und ihr so? Ja, also ich bin gespannt. Der wird gleich wieder einen Mega-Backflip machen und ich bin plötzlich wieder drüben bei der Pyramide und die ist noch nicht fertig, weißt du? Nee, keine Ahnung, aber das ist nicht in Ordnung hier. Warte mal halt. Das mache ich gleich selber noch falsch. Hier wollte ich lang gehen. Gucken, ob ich jetzt hier lang laufen kann. Nee, bis hier rüber nicht, komischerweise. Also das. Ach. Keine Ahnung, was er mit mir vorhat. Ich hatte es auch schon mal gehabt. Ich kann ja nicht mal hier. Ich kann jetzt nicht mal meinen Weg bauen, weil ich hänge hier an irgendwas fest. Oh. So, naja, lass ich es jetzt mal. Soll er machen. Ich hatte es nämlich schon mal gehabt, das war im Kreativmodus damals. Mache immer noch so zwei Fackeln hin. Da wollte ich auch irgendwas bauen. Und ich konnte an einer Stelle den Block nicht setzen. Der ist immer wieder weggefluppt, weggetroppt. Und ich habe das Spiel dann neu gestartet und beim Neustarten war da an der Stelle plötzlich ein Huhn. Also hier kann ich nicht langlaufen, weil wegen ist so. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal nicht drum, warten mal, was passiert. Starten das Spiel optional dann nochmal neu und machen erstmal auf der Seite weiter. Okay, wenigstens das Schwein lebt noch. Wenn das jetzt auch festgefroren gewesen wäre, dann hätte es mich echt nicht überrascht, wenn jetzt hier gleich wieder irgendwas gewesen wäre und ich
plötzlich wieder auf einer ganz anderen Ebene gestanden hätte, aber da hinten, das will er gerade echt nicht mit mir machen. Das sieht er nicht ein. Naja, jetzt, ja. Gerade sagen, wenn er nämlich keine Blöcke mehr ausspuckt, dann weiß ich schon ganz genau, jetzt kommt gleich wieder irgendwas. So, wie bauen wir denn jetzt am besten den Weg darüber? Puh. Hier so ums Eck, das wird ja alles noch weggemacht irgendwann, aber vielleicht mache ich es trotzdem so, dass ich hier jetzt mal drum rumbuddel. Ja, und das hier soll ja tatsächlich wirklich noch alles weggehen dann. Also das heißt, hier machen wir jetzt einen Weg hin. So. Und dann müssen wir uns das denken. Also das muss dann alles noch weg, dieser ganze Hügel hier. Das heißt, hier ist die Pyramide, hier ist der Ausgang. Puh. Ja, ansonsten müssen wir um den Berg oder so oder einen kleinen Tunnel erstmal bauen. Obligatorisch natürlich. So, dass hier quasi jetzt der Eingang so wird. Einer davon zumindest. Ich habe jetzt auch nicht vor, die ganze Pyramide innen drin mit Cobblestone zu versehen. Das ist auch nicht ganz Sinn und Zweck. Wahrscheinlich mache ich dann auch wirklich nur dieses Kreuz darüber zu den anderen Aus- und Eingängen. Also der ist mir gerade ein bisschen zu unruhig hier. Gefällt mir nicht. Ich weiß aber nicht, an was es liegt. Das ist ja sonst nicht seine Art. Jetzt seit wir das OBS haben, läuft der eigentlich recht flüssig. Ich weiß nicht, was jetzt gerade wieder passiert hier. Jedenfalls ist es heftig am Ruckeln. Ich hoffe, dass das die Aufnahme nicht beeinträchtigt. Nicht, dass ich dann wieder irgendwie Probleme mit der Folge, respektive Bildausfall oder ähnliches habe. Ah, das will ich nicht. Das will ich eigentlich gar nicht. Also das wäre scheiße. Na, ich probiere es mal. Ich hoffe, der fängt sich wieder jetzt. So, ich deute es jetzt mal bloß an. Ich mache jetzt mal diesen Weg hier. Aber der ist mir gerade echt zu unrund hier. Das gefällt mir gar nicht. Also ich meine, ich habe... Jetzt spuckt er mich ja sogar... Oh Gott, was macht er denn? Das ist echt wieder so eine richtig heftige Problemfolge und das gefällt mir nicht, weil jetzt passiert gar nichts mehr. Jetzt kann ich hier. Oh Gott, ey, ich. Ja, ich sehe schon. Ich probiere es mal damit. Aber ich glaube, das liegt eher gerade irgendwie am Rechner her als am Minecraft selber. Ich kann gerade nichts mehr machen. Scheiße. Hier passiert gerade nichts. Ich kann hier die Sichtweite regulieren, wie ich will. Ja, toll. Keine Rückmeldung, ist ja schön. Och Mann, ey, macht jetzt nicht so einen Scheiß mit mir hier. Sind bloß noch 2 Minuten, okay. Können wir die Folge jetzt getrost vergessen wahrscheinlich. Aber ist ärgerlich. Was macht denn der OBS hier nebenbei? Der nimmt zwar noch auf, aber Minecraft eher sagt gerade, ich habe keinen Bock mehr. Ist zu spät. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt kann ich auch hier was machen. Da hatte sich mal kurz total festgefressen hier. Will jetzt aber wohl wieder doch noch mitspielen wahrscheinlich. Offensichtlich auch flüssig. Naja, gut, okay. Alter, was ist denn jetzt so laut? Ach so, weil ich... Ja, total bescheuert, weil ich hier nebenbei am Headset-Draht gedreht habe. Wundere mich plötzlich, warum es mir hier so in die Ohren schreit. So passt das schon besser. So, und jetzt würde ich mal zumindest... Ja, nee, ist gleich wieder Schluss hier. Ha, also entweder wird es eine kurze Session oder ich kann das gleich nochmal fixen. Eins von beiden. Ich würde ja schon noch gerne weitermachen. Ich habe ja noch so ein paar Punkte auf der Liste jetzt hier gehabt. Mal sehen, was er sagt. Ich werde das nochmal darüber gehen. Dann werde ich Minecraft auf jeden Fall nochmal neu starten, gucken, ob ich dann dort langlaufen kann, wo ich vor uns nicht langlaufen konnte. Jetzt kommt auch noch der Helikopter. Naja. Will er mich komplett ärgern hier. Na gut. Müssen wir das jetzt eben mal so runterschlucken, diese kleine Unterbrechung hier. Auch sowas kommt vor. Ich meine, die Welt wird nicht kleiner, die wird nur größer. Und je mehr wir hier natürlich Chunks und Gebilde haben, umso mehr braucht der Rechner natürlich Leistung. Und das uralte Ding hier. Ist klar, dass er uns die Leistung nicht mehr gibt. Also ich werde das gleich mal probieren, in der nächsten Folge wieder hingekriegt zu haben.